Tag zusammen. T-Bone oder Porterhouse? Was ist besser? Coming up. So, jetzt denkt ihr, der verarscht uns doch. Nee, tut er nicht. Die sahen tatsächlich gleich aus. Warum sehen sie gleich aus? Naja, weil es eigentlich die gleichen Stücke sind. Also, T-Bone und Porterhouse sind dasselbe Stück Fleisch. Aber wenn das T-Bone mindestens 3 cm dick ist, ist es ein Porterhouse. Und das ist der einzige Unterschied. Aber es gibt noch ein paar andere. Lass uns das mal anschauen. Also, ich hole sie mal aus der Konsistschale raus. Und das ist hier das Porterhouse. Und das sind 2 T-Bone Steaks. So, und jetzt zeige ich euch schon mal den Unterschied. Die sind übrigens Dry Age. Das sieht man schon hier an der Farbe. Die sind etwas dunkler. Und natürlich, so, dann drehen wir es mal rum, damit man es auch erkennt. T-Bone, ganz klar, wir haben hier den T-Knochen. So, das heißt, hier ist das Stück Roastbeef und da haben wir das Filet. So, jetzt holen wir mal das Porterhouse dazu. Es sieht schon anders aus. Das heißt, ihr seht das schon, von der Dicke her ist es deutlich mehr. Wenn nicht sogar das Doppelte, ja. So, auch hier, das Porterhouse ist dry aged. So, immer gleich rumdrehen, damit man das auch vergleichen kann. Auch hier der Teil Roast Beef. Wir haben hier den Knochen in der Mitte und da das Stück Filet. Und ich muss sagen, dieses Stück Fleisch ist echt Granate. Also, das auch, aber das Porterhouse hier hat noch mehr Maserung, wie ihr seht. Boah, da freue ich mich drauf. Gut, dann werden wir es mal entsprechend zubereiten. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier 2-mal T-Bone und ein Porterhouse. Wie bereite ich die jetzt zu? Das Porterhouse werde ich rückwärts grillen. Das heißt, ich werde es indirekt aufheizen auf ungefähr 50 Grad und dann nochmal scharf angrillen von allen Seiten. Jeweils nur einmal pro Seite, damit wir ein schönes Branding hinbekommen. Würzen werde ich das Porterhouse nur mit Salz. So, im Prinzip kann man das gleiche bei dem T-Bone machen. Ihr seht, es ist etwas dünner. Ja, das hat jetzt übrigens beide schon Raumtemperatur. Beide T-Bones werde ich vorwärts grillen, das heißt scharf angrillen und dann indirekt ablegen, bis es dann eine Kerntemperatur von so 57, 58, 59 Grad hat. Ja, wo wir gerade dabei sind, ich nehme wieder das Thermometer, um die Kerntemperatur zu messen. Hier macht es aber auch tatsächlich Sinn, weil ganz ehrlich, so ein dickes Stück, das kann man nicht mehr fühlen. Das funktioniert nicht. Also brauche ich da mein Thermometer. Das war kein Bashing. Das gleiche übrigens mache ich beim T-Bone auch. Ja, das kann man aber besser fühlen als das Porterhouse. Beim Porterhouse empfehle ich euch, ich nutze einen Kerntemperaturfühler. Ansonsten könnte es so oder so ausgehen. Und eine Schuhsohle wollen wir nicht essen bei dem Preis. Also, das Vorwärts und das andere T-Bone auch. Das eine T-Bone werde ich auch nur salzen. Und das andere T-Bone, das ist jetzt hier, das werde ich mit einem Real T-Bone Steak Gewürz würzen von Fresswiese. Da gab es ein paar Diskussionen in den letzten Wochen in diversen Facebook-Gruppen. Ich habe mir davon mal eine Probierpackung bestellt, da waren 7 oder 8 Gewürze drin. Support your locals. Schaut einfach mal bei www.fresswiese.de und die haben echt tolle Gewürze. So, also, wir fangen an mit dem Porterhouse und ich werde das jetzt nur, so, jetzt ziehen wir die Handschuhe aus und ich werde das Porterhouse nur salzen. Ja, da kann ruhig grob was drauf, das kann einiges vertragen an Salz. Wir wollen aber keine Salzkruste machen.
So. Die Fettseite brauchen wir nicht salzen, weil das verbrennt sowieso. Aber hier das Filetteil, da werde ich den Rest Salz, der runtergefallen ist, dann noch mit aufsammeln. Gut, also ich fange jetzt mit dem Porterhaus an, werde es jetzt indirekt ablegen im Grill und verkabeln. So, kurz zum Setup. Ich habe die beiden linkeren äußeren Brenner an, die beiden rechten aus. Hier werde ich gleich scharf angrillen und auf der rechten Seite werde ich ihn direkt ablegen. Das machen wir jetzt mit dem Porterhaus. So, legen wir es ab. Gott, die Kamera verrutscht. Und werden das jetzt noch verkabeln. Jetzt ist es verkabelt und ich habe die Führung ungefähr bis hier vorne reingesteckt, so kurz bis vor dem Knochen, das konnte man spüren. Und jetzt lassen wir ihn einfach mal bis auf 50 Grad hochheizen. Ein kleiner Exkurs hinsichtlich der Reinigung des Grills nachher. Und zwar, ich verlinke euch mal meine Grillreinigung hier oben. Dieses Porterhaus liegt jetzt hier indirekt. Das heißt, es tropft jetzt, und das seht ihr auch, Fett unten rein. Und da sind die Brenner nicht an. Was ich nicht machen werde, ist nachher die Brenner anmachen und das ganze Ding ausbrennen, weil ansonsten fackelt mir der Grill ab. Das vielleicht nochmal als Tipp. Ich lasse es jetzt einfach, wahrscheinlich dann über Nacht, einfach mal so unausgebrannt, werde dann die Fettschale reinigen und dann morgen früh ausbrennen. Alles andere wäre der absolute Wahnsinn. Und so sieht jetzt die Fettschale aus am anderen Tag. Ihr seht, da ist alles reingelaufen und die sollte ich dann jetzt auch mal sauber machen. Und ihr seht, das wäre eine gute Idee, dass ich erst einen Tag später ausbrenne. Also, Fettauffangschale sauber machen, reintun und ausbrennen. So, und sauber. Jo, dann war es das. Denkt bitte daran, ansonsten könnte es zum Problem werden. Exkurs zu Ende. Gut, das Porterhaus ist jetzt bei 40 Grad Kerntemperatur, 41 Grad. Und jetzt werde ich die beiden T-Bones draufschmeißen, und zwar direkt. So, dafür gebe ich jetzt erstmal volle Pulle auf beide Brenner. So, und ab geht die wilde Fahrt. Nummer 1. Dann machen wir das zweite. Und Nummer 2. So, von beiden Seiten scharf angrillen. Das wird, glaube ich, gleich noch ein Feuerwerk hier. So, nach ein paar Minuten ist es jetzt mal Zeit rumzudrehen. Dann schiebe ich jetzt mal den nach hinten. Ach, der Kamera los. Und den nach vorne. Okay, so, die sind jetzt angegrillt. Jetzt werde ich sie indirekt ablegen. Und zwar hier auf die andere Seite, unter das Porterhaus. Ja, und das Porterhaus ist gleich auch schon fertig. So. Da lege ich sie jetzt erstmal ab und jetzt werden wir es noch verkabeln und dann nehmen wir das Porterhaus runter. Ganz schnell, bevor die Glocke anfängt zu läuten. Die T-Bones sind jetzt bei 42 Grad. Das ist eine super, super, super Temperatur, um die jetzt noch so lange ruhen zu lassen, bis das Porterhaus fertig ist. Den habe ich jetzt verkabelt hier und jetzt nehmen wir uns das Porterhaus runter. Und Action.
Ich werde das mit dem Porterhaus anfangen und das jetzt mal runternehmen und anschneiden. Oh, die sind auch gleich fertig. Gut. Hier löst sich übrigens schon der Knochen. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. So, dann gucken wir mal, wo der Knochen hier ist und werden mal hier runterschneiden. Wir fangen mal hier mit dem Filetstück an. So, zeige ich euch das mal. Hier unten. Ich mal erwische. So. Und dann die andere Seite. Mal gucken. Ja. So, hier am Knochen. Da ist Ende. Dann geht es hier weiter. Bis hier runter. Da ist der Tee, das T-Stück. So. Und dann schneiden wir den hier runter. Zack. Da ist unser Tee. Da ist aber noch was dran. Ja, meins. Gut. Dann schneiden wir es mal. Mal gucken. So auf. Schönen Gruß an Christopher. Genauso wollte ich es haben. Da eine Tranche weg. Dann nehmen wir mal das Filet. Auch das in der Mitte. Genauso wollte ich es haben. So. Einmal Filet. Einmal Roastbeef. Und dann. So. Roastbeef. Dry Age schmeckt noch mal anders als normales. Lecker. Filet. Filet ist Filet. Geil. Gut, dann hole ich jetzt die T-Bones Nummer 1, das ist das mit den Kräutern von Fresswiese und das ist das nur mit Salz. Gut, auch hier fangen wir mal an mit dem, beim T-Bone mit dem Filetstück. Oh, das ist heiß. Den Rest lasse ich mal. Ja, auch sehr schön. Muss ich gar nicht probieren. Oder doch? Scheiße, ist das gut. Porthaus ist gut, T-Bone. Das war echt ein Stück besser noch. Hätte ich es nicht gedacht. Ich mache es an der Stelle Schluss hier, weil es ist doch noch ein bisschen kalt draußen. Ansonsten kühlt mir das Fleisch aus. Das werde ich jetzt in Tranchen schneiden. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Der Versuch war es wert. Es macht total Spaß. Die schmecken beide super. T-Bone noch ein Stückchen intensiver, muss ich sagen, als das Porterhaus. Aber beides ganz, ganz tolle Stücke. So. Hoffe, dieses Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was weitergebracht. Was ist der Unterschied zwischen dem T-Bone und dem Porthaus? Wie bereite ich es zu? Vorwärts, rückwärts, alles war drin. Lasst mir einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen hoch da und am besten noch sogar ein Abo. Oder besucht einfach meine Webseite. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt gesund und mal Idiot.